Ja, Herr Ganser, dann zeigen Sie uns doch mal bitte den neuen Zorro Flat. Gerne. Also das Wichtigste beim Zorro Flat, auch hier haben wir es erreicht, diese 10 cm Packmaßhöhe. Der normale Zorro 22 cm, hier gehen wir runter auf 10. Ich zeige Ihnen mal, wie er aufgebaut wird. Paddy aufstellen. Das Gelenk dreht in der Achse, hochmodernes Gelenk. Vorderrad montieren, Knopf drücken, Rad stecken, fertig. Demontage, Knopf drücken, Rad ziehen, fertig. Räder montieren. Fertig und wir stellen den Caddy hin, machen noch die Griffstange hoch. Fertig. Die Batterie wird montiert. Die Batterie hat die Magnethaltesystem. Auch am Caddy sind die Magnete, wird eingehangen. Fertig. Beim Zorro haben wir den Magnetstecker, der sich selbstständig reinzieht. Der Caddy ist fertig aufgebaut. Als Zubehör gibt es natürlich die entsprechenden Scorekartenhalter. Es gibt den verstellbaren Schirmhalter, den ich hier ansetze, zudrehe und auch verstellen kann. Ja. Wir haben bei dem Caddy die Magnethaltesysteme installiert. Ich zeige Ihnen mal, wie das funktioniert. Sie legen das Back vorne an, hinten drauf, fertig. Stabil. Wer hätte das gedacht? Stabil, ja. Ich habe Vertrauen zu Ihnen. Beim Abmachen einfach etwas drehen und Sie können es wieder abmachen. So, der Caddy hat als Zorro die modernste Technik, die auf dem Markt ist. Wir haben hier hochmoderne Digitaltechnik, Digitalmotoren. Wir haben hier die Kippsensorik drin, wir haben hier die Standbremse drin, wir haben das sehr umfangreiche Fahrprogramm vom PG Power Golf drin. Der Caddy bietet alles, was Sie wollen. Zusätzlich können Sie den Caddy auch noch mit der hochmodernen Fernsteuerung, mit Gestensteuerung ausrüsten. Da bleibt kein Auge trocken. Und das alles Engineering made in Germany? Alles ingeniert made in Germany, ja, produziert made in Europe. Wir haben verschiedene Partner im europäischen Bereich. Und bei uns in Ettlingen läuft alles zusammen, wird alles montiert. Also man kann sagen, sehr, sehr hochwertig. Sehr hochwertig, ja. Ja. Das erkennen Sie auch daran, ein Caddy, der ohne Batterie stehen bleibt, ist ein guter Caddy. Ein Caddy, der ohne Batterie umkippt, den sollten Sie vergessen. Okay. Da stimmt die Geometrie nicht. Okay. Ja? Wichtig bei diesem Caddy ist auch, dass wir die Backhalter entsprechend optimiert haben. Es gibt Systeme mit steckbaren, mit drehbaren, mit kippbaren Backhaltern. Das braucht man alles nicht. Wir haben ja wirklich so lange nachgedacht, bis es gepasst hat. Die Backhalter sind in dieser Position. A, richtig für den Transport mit dem Back. Und B, ich muss sie nicht verändern, um auf das Packmaß von 10 cm zu kommen. Toll. Klingt sehr für gut. Für mich einer der besten Caddies auf dem Markt. Ihr Lieblingscaddy sozusagen. Mein Lieblingscaddy, ja. Prima. Dankeschön. Bitteschön.